Die Abgabe von Sperrmüll, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt oder ähnlichen Abfällen ist im Ressourcenpark Graz in der Reststoffzone kostenpflichtig. Als GrazerIn profitieren Sie jährlich von 5 vergünstigten Einfahrten bis zu 200 Kilogramm zu je 6 Euro. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Ihr persönlicher QR-Code. Wie Sie diesen erhalten? Ganz einfach. Es gibt 3 Arten, wie Sie sich vor der erstmaligen Einfahrt in die Reststoffzone registrieren können. Erstens, Registrierung via App Graz Abfall. Zweitens, Registrierung via Online-Formular. Drittens, Registrierung in einer der städtischen Servicestellen. Via Graz Abfall-App. Klicken Sie im Hauptmenü Ihrer App auf Ressourcenpark Graz Einfahrt. Registrieren Sie sich kostenlos und schon bekommen Sie Ihren QR-Code auf das Smartphone. Der QR-Code kann auch als PDF-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden. Dafür klicken Sie einfach auf den Button PDF erzeugen. Via Formular auf der Webseite. Füllen Sie das Formular Ressourcenpark Graz Einfahrt unter www.holding-graz.at/ressourcenparkgraz/#formular aus, um Ihren QR-Code zu generieren. Klicken Sie auf Download QR-Code und eine PDF-Datei samt Code wird für Sie erstellt. Diese kann ganz einfach heruntergeladen und ausgedruckt werden. Via Servicestellen der Stadt Graz. Melden Sie sich direkt vor Ort bei Ihrer nächstgelegenen Servicestelle inklusive Ausweis und Meldezettel. Dort ist man Ihnen gerne behilflich und druckt den QR-Code für Sie aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.holding-graz.at/ressourcenparkgraz.